Hallo, ich begrüße euch zu meinem neuen Video. Hier mache ich einen Wintertest mit Modus Eco und Eco Plus. Dabei fahre ich auch auf einer Schnellstraße mit Durchschnitt ca. 90 Stundenkilometer. Die Teststrecke ist dabei ca. 60 Kilometer, das ist meine Fahrt zur Arbeit. Der Test wurde im Februar 2021 durchgeführt. Kommen wir nun weiter zum Test. Die Strecke ist von Lana nach Sinnig, das ist in Südtirol. Das ist eine normale Straße, normale Landstraße, Stadtstraße, wo man maximal 70 Stundenkilometer fährt. Beim Punkt oben, hier, aber Sinnig fährt man nun zu einer Schnellstraße ein, die geht dann bis nach Bozen, wo man 90 Stundenkilometer in diesem Fall fährt. Danach ist die Ausfahrt in Bozen und circa da fahre ich noch weiter 1 Kilometer. Wie man hier sieht, die Strecke dauert dann circa laut Routenplaner, Wetterroutenplaner, 22 Minuten, das sind 27 Kilometer, das ist eine Fahrt. Danach am Abend ist dann die Rückfahrt, sozusagen habe ich dann ungefähr 60 Kilometer Fahrt und 40, 45 Minuten Gesamtzeit. 4 Minuten dauert die Strecke circa bis zur Einfahrt der Schnellstraße, da habe ich dann die normale Landstraße mit 70 Stundenkilometer maximal, meistens auch nur 50. Das sind nur 3 Kilometer. Die anderen circa 22, 23 Kilometer sind dann alles Schnellstraße. Okay, hier nochmal zurückgezeigt, die Schnellstraße ist ungefähr 23 Kilometer. 18 Minuten dauert das in etwa. Das ist, wie heißt die Schnellstraße in Südtirol, heißt Mebo. Deshalb war da beide Namen Meran, Bozen in dem Namen rein sind. Also Meran, Bozen. Das ist die Schnellstraße von Meran nach Bozen. Gut, der Test wurde im Februar 2021 durchgeführt. Die Außentemperatur lag meistens zwischen 0 und 3 Grad. Das heißt in der Früh etwa 0 Grad, es war auch mal minus 1 Grad und ansonsten maximal 3-4 Grad plus. Die Fahrstrecke 27 Kilometer und inklusive Rückfahrt also 54 Kilometer, davon 23 Kilometer Schnellstraße. Das heißt ungefähr 85% lief dann auf der Schnellstraße ab. Auto wurde bei Hinfahrt in der Früh auf 21,5 Grad vorklimatisiert. Das heißt, ich hatte das Auto angesteckt an der Steckdose, an Ladekabel, habe es auf 80% aufgeladen und das Auto auf 21,5 Grad vorklimatisiert. So habe ich in der Früh gleich ein warmes Auto gehabt beim Start. Bei der Rückfahrt von der Arbeit nach Hause war keine Vorklimatisierung. Im Auto wurden alle Einstellungen auf Standard belassen. Das heißt, ich habe nicht die Werte umgestellt, die Temperatur habe ich nicht auf 21 Grad oder 18 Grad runtergesetzt, sondern ich ließ die auf Standard 22 Grad und das bei allen Tests. Es war nur eine Person im Auto und was wichtig ist, ich hatte wie im Winter, im gesamten Winter, den Dachkoffer am Auto montiert. Die Höchstgeschwindigkeit hatte ich auf 90 Stundenkilometer eingestellt. Dies fuhr ich dann laut GPS oder auch laut Car-Scanner. In der Anzeige im Auto waren dann etwa 95 Stundenkilometer ersichtlich. Ablauf: 7.30 Uhr Start in etwa Hinfahrt, Rückfahrt gegen 18 Uhr. Video Hinfahrt, Rückfahrt. Ich habe auch hierzu ein kleines Video heute auch zeitgleich online gestellt, wo ich die Fahrt, eine Hinfahrt und Rückfahrt jeweils in circa 3-4 Minuten zusammengestrafft habe, dass die Fahrt lief dann schneller ab, und damit ihr ein Bild machen könnt, wie ungefähr die Strecke ausgeschaut hat. Könnt ihr auch gerne kurz anschauen, wenn es euch interessiert. Ansonsten
bleibt hier und ich erzeige euch die Ergebnisse. Die Tests habe ich mit verschiedenen Apps durchgeführt, dann also mit CarScanner App, Maps & More habe ich ausgelesen, WeConnect und auch die WeConnect ID App, welche auch die SOC-Werte sozusagen Prozent auch auslesen kann. Und auch das Auto selber mit den Fahrdaten. Kommen wir noch zu den Ergebnissen. Ergebnisse 1. Hier liest sich der Verbrauch in Prozentpunkten aus, was mir die verschiedenen Apps oder auch Anwendungen angezeigt haben. Also bei Abeta Routenplaner hatte ich bei der Anzeige, das ist in Grau, dass ich bei der Fahrstrecke, bei der Fahrstrecke Hinfahrt und Rückfahrt etwa 25 Prozentpunkte an Akkukapazität verlieren werde. Was dann so rausgekommen ist, laut CarScanner App im Eco-Modus habe ich dann 24,31 Prozentpunkte verloren. Im Eco-Plus-Modus mit derselben Strecke und auch mit derselben Einstellungen sogar etwas mehr mit 25,10. Das hat mich schon ein wenig erstaunt. Mit der WeConnect ID und mit der WeConnect ID mit Eco und Eco Plus hatte ich jeweils die gleichen Prozentpunkte verloren. Das waren immer die 27 Prozentpunkte. Warum dann die Unterschiede waren hier bei CarScan? Ich denke mal, das ist auch entscheidend, wie der Verkehr ist. Denn das Auto ist noch früh aufgewärmt. Auch mit Eco wird das Auto nicht stark aufgewärmt im Auto. Kaum, ganz, ganz minimal nur. Deswegen, das macht nicht allzu viel aus. Was viel mehr ausmacht, ist die Geschwindigkeit auf der Schnellstraße und wie jetzt der Verkehr auch ist. Der Durchschnittsverbrauch Kilowattstunden auf 100 Kilometer bis zur Schnellstraße, also die ersten 4 Kilometer, kann man hier ablesen. Bei Eco und Eco Plus sind da nicht ganz so große Unterschiede, wobei hier in der Grafik meint man, es sind recht große Unterschiede. Auf alle Fälle, im Durchschnitt hat man bei Eco 13,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer hier verbraucht und bei Eco Plus ein wenig weniger mit 13,52. Aber man sieht, bei beiden hat eigentlich die Heizung kaum was ausgemacht. Das kann eher hier der Verkehr sein, aber das sind ja nur minimale Unterschiede. Normalerweise, die ersten Kilometer, wird das Auto eventuell auch mehr aufgeheizt. Ich muss sagen, hier habe ich das Auto aber vorgeheizt auch gehabt. Gut. Gesamtverbrauch der Prozentpunkte. Also wie viel habe ich Prozentpunkte verbraucht? Das hat man eigentlich in der vorigen Grafik auch schon gesehen. Hier nochmal nur kurz zusammengefasst mit dem CarScanner und der WeConnect ID. Man sieht, mit der WeConnect ID sind wesentlich mehr Prozentpunkte, in etwa 2,5-3 Prozentpunkte mehr. Genau, möchte ich noch sagen, das kann da auch damit zusammenhängen, dass im WeConnect ID keine Kommastellen angezeigt werden. Das heißt, wenn ich jetzt zweimal die Strecke mache, da die Kommastellen, das kann auch Aufrundungen und Abrundungen entsprechen. Der Vergleich Durchschnittsverbrauch. Also der Verbrauch auf der Schnellstraße selber, Kilowattstunden auf 100 Kilometer, war exakt dasselbe. Das heißt, für die etwa 44 Kilometer, 45 Kilometer auf Schnellstraße hatte ich jeweils 15,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbraucht. Das ist recht akzeptabel, vor allem jetzt im Winter. Klar, die Heizung war nicht an, beziehungsweise mit Eco, Eco Plus bin ich gefahren und da läuft die Heizung nicht so stark und ich bin mit dem Dachkoffer unterwegs. Deswegen, ähnlichen Test im Sommer, bin ich gespannt, was da rauskommt. Den Durchschnittsverbrauch bis zur Schnellstraße ist eigentlich recht wenig, ist weniger als wie auf der Schnellstraße klarerweise, weil ich da auch nur zwischen 30, 40, 50, 60, maximal 70 gefahren bin. Im Schnitt so zwischen 40 und 50 Stundenkilometer dann, die paar Kilometer. Und es sind minimale Unterschiede.
Der Durchschnitt im Gesamtdurchschnitt mit Maps and More angezeigt, sehe ich bei Eco ein klein wenig mehr Verbrauch. Ein klein wenig. Verbrauchsanzeige Maps and More und Carscanner. Das haben wir gerade vorhin gesehen auch. Kilowattstunden. Wie viel wurden Kilowattstunden von der Batterie jetzt verbraucht? Bei Eco hatte ich dann 8,05 circa und bei Eco Plus nur 7,9. Laut Carscanner ist es aber unterschiedlich. Jetzt, was da genau der Grund ist, weiß ich auch nicht hundertprozentig. Als Carscanner habe ich im Eco Plus ein bisschen mehr verbraucht als bei Eco. Wobei die Werte relativ nicht stark voneinander unterscheiden. Das sind nur, wir sprechen hier nur von 0,2 Kilowattstunden Unterschieden. Gut, das kann auch mit den Temperaturen auch zusammenhängen eventuell. Deswegen die Temperaturunterschiede bei Start und Ende. Also die Außentemperatur, hatte ich da die Temperatur auch gemessen, war in etwa dasselbe, ein wenig wärmer beim Test mit Eco Plus. Die Innenraumtemperatur, die Unterschiede, das heißt, wenn ich gefahren bin, auch nach Hause, habe ich die Unterschiede gemessen. Komplett, wenn ich gestartet bin, ist ja das Auto kälter und dann wird es eventuell aufgeheizt. Man sieht, bei Eco Plus sind die Unterschiede ein bisschen größer, das heißt, es wird ein bisschen weniger aufgeheizt. Und vor allem im Fußraumtemperatur, da habe ich auch die Temperatur gemessen, sieht man bei Eco Plus kühlt das Auto doch ein wenig mehr aus. In dem Fall macht es halt 2 Grad Temperatur aus. Das heißt, minus 14 Grad Unterschied. Das heißt, gestartet bin ich dann wahrscheinlich in der Früh mit 20 Grad oder 18 Grad und dann ging es runter, dann wahrscheinlich auf 19 Grad Temperatur im Fußinnenraum. Hier die Daten nochmal zusammengefasst in einer Tabelle. Die Durchschnittsgeschwindigkeit sind dieselben, 62 Stundenkilometer insgesamt mit der Schnellstraße und auch den Zufahrten. Verbrauch ist da minimal nur Unterschied, das sind nur 0,15 Kilowattstunden mehr bei Maps and More und hier auch in etwa. Deswegen die Unterschiede sind da nicht allzu groß. So sieht man mit Eco Plus in dem Fall. Hätte man 4,50 Euro bezahlt für die auf 100 Kilometer, in dem Fall war es die Hälfte Strecke ungefähr, dann wäre es der Hälftepreis. Und 4,36 Euro, wenn man 30 Cent annimmt pro Kilowatt. Also in etwa kommen da die gleichen Werte raus. Deswegen würde ich eigentlich gar nicht mal so empfehlen, mit Eco oder Eco Plus zu fahren. Es macht nicht viele Unterschiede aus. Wenn man das Auto mit 90 Stundenkilometern auf der Schnellstraße fährt, dann gibt es da kaum Unterschiede, da der Verbrauch vom Auto selber, Energieverbrauch, relativ hoch ist. Gut, im Detail möchte ich da nicht weiter runtergehen. Die Außentemperatur, die Anzeigen, wie die Differenzen waren, sieht man auch, kann man hier ablesen. Ich habe diese Werte dann in den Grafiken zusammengefasst. Der Testtag, wie man hier sieht, war der 3. Februar und hier der 2. Februar. Okay, kommen wir zum Fazit. Berechnung mit der Beta-Routenplaner und Ergebnisse Carscanner stimmen bis auf 1 Prozentpunkt überein. Also muss ich sagen, Hut ab. Die Ergebnisse entsprechen vor allem vom Routenplaner der Wirklichkeit nahezu. Auch, wobei ich sagen kann, ich bin mit dem Dachkoffer gefahren. Aber naja. Ich habe auch ein bisschen mehr Gewicht dann angegeben im Auto. Bei der Berechnung mit der Beta-Routenplaner. Bei Eco Plus, zweiter Grund, bei Eco Plus kühlt die Fußraumtemperatur etwas schneller ab, also die 2-3 Grad, wie ich vorhin gezeigt habe. Für kurze Strecken bis 30 Minuten gibt es im Innenraum nicht allzu große Temperaturverluste bei vorklimatisierten Auto. Das heißt, wenn man das Auto in der Früh auflädt, sollte man das Auto im Winter vorklimatisieren, auch startet. Eine halbe Stunde hat man keine Probleme. Das ist, wie man gesehen hat, die Temperaturunterschiede waren vielleicht dann 2-3 Grad. Es kühlt nicht schnell ab. Das ist recht gut isoliert eigentlich im Grunde.
Auto heizt im Winter mit Eco Plus gar nicht und mit Eco sehr schwer auf. Eventuell auch deshalb vielleicht mit Sitzheizung abhelfen, wenn man möchte. Also wie man kurz zusammenfasst, Fazit ist, kaum ein Unterschied beim Verbrauch zwischen Eco und Eco Plus. Der Grund könnte sein, dass die Klimatisierung ist bei Eco auch schon so stark reduziert und bei Eco Plus ganz deaktiviert. Und die Höchstgeschwindigkeit wurde bei beiden auf 90 Stundenkilometer angesetzt. Deswegen, das ist der eigentliche Verbrauch. Gut, das war's zum ersten Test. Es folgen jetzt noch eine Reihe weiterer Tests, welche ich wöchentlich veröffentlichen werde. Zum Schluss eine kurze Zusammenfassung. Ähnliche Tests werde ich im Sommer nochmal wiederholen, ohne Dachkoffer. Ich denke mal, da werden wir erstaunt sein, wie die Werte vom EAP im Sommer doch gut sein werden. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Ciao, euer Elektroauto. Okay, das war's. Mit den folgenden Bildern von Südtirol möchte ich mich von euch heute verabschieden. Werde nun wöchentlich aktuelle Infos zum Thema EAP auf meinem YouTube-Kanal veröffentlichen. Meldet euch einfach, falls ihr noch Fragen habt oder Themenwünsche, dann werde ich diese versuchen auszuarbeiten. Ich hoffe, euch hat das Video von heute soweit gefallen. Für jedes Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Und nicht vergessen, abonniert meinen Kanal, denn es folgen ja noch weitere interessante Videos. Grüße, ciao, euer Elektroauto-Kanal.